Wie groß ist denn sein Kanal? Du hast mir das ja damals auch schon mal gesagt, dass dein Bruder ein großer Streamer ist, aber ich weiß nicht mehr. Der hat doch irgendwas in der Liga gespielt. Irgendwas hat er gespielt. Ich weiß noch nicht mehr was. Okay, interessant. Er spielt nur dieses eine Spiel, ja? Immer und immer wieder. Wir müssen ganz auf den Raven warten. Raven, der muss mal auf Toilette. Okay, ja, Chess habe ich bei dir auch mal gesehen. Da hast du mit irgendjemandem zusammengespielt, der das erklärt hat. Wie kann man bei einem Streamer im Chat schreiben? Mit der Enter-Taste. Enter drücken. Komm, das bei beiden Tasten. Okay, Raven ist wieder da. Oh, es wird auch wieder. Es wird jetzt endlich hell. Endlich. Jetzt können wir doch mal. In die Lüfte. Okay, jetzt ist schön. Jetzt ist schön. Und jetzt können wir auch mal fliegen. Mr. Blub, selber gespielt oder gestreamt geguckt? Stream bei irgendjemandem Stream geguckt. Resident Evil werden wir ja bald auch spielen. Aber ich mache das natürlich jetzt nicht. Bei dem Hype, der jetzt draußen ist, da brauche ich kein Resident Evil anzufangen. Wir wissen ja alle, dass X, Y und Z von den großen Streamern jetzt Resident Evil alle spielen. Dann brauchen wir das nicht auch noch spielen. Wir machen das, wie wir es immer gemacht haben. Alles ganz gemütlich. Cool, bis dann. Wir müssen wieder was zu essen finden, Lieben. Wer macht Werbung für alle andere Kanäle? Raccoon? Nein. Der macht keine Werbung für andere Kanäle. Hier war, glaube ich, gerade ein... Hier ist irgendwo ein Dino. Nur wo? Ich meine, ich höre den dort. Leck, leck. Was ist das? Ich muss mal gucken. Auf... Das vielleicht ist bei mir irgendwie. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Landen. Ja. So. Ich muss kurz was gucken. Habe ich irgendwas? Ach, hier gibt es ja keine Einstellung in dem Spiel. Hier gibt es ja gar nichts zum Einstellen. Ne? Ich wollte mal gucken, ob ich V-Sync eingestellt habe, dass manchmal diese kleinen Lecks Aussetzer kommen. Das ist das, was ich wissen wollte. Madame Dani, guten Abend. Sonnenschein, deine Base von welchem Spiel? Es gibt doch immer. Wow, der hat einen Fisch gefangen. Esst du den selber? Wie hast du den gefangen? Sieht man die Fische? Oh, cool. Nee, esst du den mal selber? Wie fängt man die denn? Wo sieht man überhaupt einen Fisch? Wie gesagt, wenn es ein bestimmtes Spiel ist, dann einfach in den bestimmten Bereich einfach reinposten, dein Bild. Dann wird es auch alles. Infected, wir haben doch den Infected Channel. Poste doch deine Bilder da rein, das machen alle. Da haben so viele tolle Ideen gehabt. Wie fängt man denn hier was? Sieht man die Fische? Wie sieht man denn die Fische? Und dann muss man einfach hier die Schnauze reinhalten. Wieso hat der sich jetzt... Wie holt er denn die Fische denn? Wie kriege ich die Fische? Boah, leckt das gerade.
Wie macht man das? Ach, die Kreise im Wasser. Und dann einfach da reinstürzen oder was? Dann rechte Maustaste. Ach so. Ach so, okay. Versuchen wir es nochmal. Ah. Hier leckt es auch, ne? Hier sind, glaube ich, die Fische. Immer wenn ich über diesen Punkt hier rüberfliege, leckt das gerade. Seid ihr Fischis? Fischi, Fischi, Fischis. Oh Gott, was tut dieser Krach? Ach, hier waren welche. Nein! Rechte Maustaste, ich habe die linke Maustaste gedrückt. Kommen wir eigentlich auch irgendwie raus hier? Nee, ne? Nochmal. Ich nicht raffen. Ich raff das nicht. Kurz mal Pause machen. Ganz knapp über Wasser. Ah, okay. Raven, Dankeschön. Aber ich will erstmal selber versuchen. Ich habe ja noch genug. Mein Magen ist ja noch nicht ganz leer. Ist ja okay. Ich will's erstmal selber versuchen. Selbst ist er Dex. Auch wenn es beim Dex ein bisschen länger dauert, Dex wird das schon alleine hinbekommen. Ich werde das schon alleine hinbekommen. Ganz knapp über dem Wasser. Versuche ich. So. Ach, guck mal, die Ivy ist wieder da. Ehrlich? Ivy, wie findest du eigentlich uns jedes Mal? Wie kriegst du das hin? So, jetzt aber. Knapp über dem Wasser und dann? Welche Taste? Die rechte? Ist das immer noch die rechte Maustaste, wenn man knapp über dem Wasser ist? Oder wie? Oder wo? Oder was? Rechte Maustaste ist nämlich nichts. Einfach zubeißen, denke ich mal, oder? Hier leckt es jedes Mal. Hier war es wieder, okay? Okay, noch mehr. Was? Oh, es ist echt hart. Weil es leckt, das ist das Problem. Es geht. Oh, das ist ein Kokos. Nicht so schlau. Kriegen wir hin. Ja. Selbst ist der Dex. Dankeschön. Njam, njam, njam. Da hat der Dex einen Fisch. Da hat der Dex einen Fischi-Fisch. Geht doch. Da sind Krokodilis. Die wollen wir auch gleich mal ärgern gehen. Direction, guten Abend. Hast du heute gestreamt? Nachdem er drei Vögel versenkt hat. Hallo. Ihr habt viel zu wenig Vertrauen zu mir. Wenn der AMD gleich kommt, dann wird der AMD euch erzählen, was ich bei Battlefield 1942... Ach, der Raccoon ist ja gerade weg. Der Raccoon TV, der uns gerade geradet hat. Mit dem habe ich auch in der Liga damals Battlefield 1942 gespielt. Weißt du was? Ich will mal was testen. Wir gehen mal ganz aus den Kokos ärgern. Schön sieht er aus. Voll laut, ey! Ja, es macht Spaß. Leckt immer, wenn man zum Sturzflug runtergeht. Das ist doof. Da sind sie? Wo sind sie? Boah, das ist cool. Ich will auch mal gerne mit denen unter Wasser. Geh in die Achtung. Das sind, oh, merkt ihr das?
Schöne Fotos ohne Dodo Earth. Guck mal hier, wie immer, immer, immer schlägt das hier. Es schlägt an dieser einen Stelle und das geht mir voll auf den Senkel. Man sieht die gar nicht kommen, ne? Das ist echt, boah, das ist richtig böse. Man sieht die gar nicht kommen. Die Kokos kann man auch spielen, werden wir gleich nachher auch mal machen. Wie lange schaut der Streamer? Keine Ahnung. Ende ist bei mir mal Ende offen. Gestern haben wir bis 2 Uhr nachts gespielt, aber es war auch ein bisschen zu viel in meine Augen. Ich habe ja im Moment auch so die ganzen Pollenallergie. Meine Augen waren am... Oh, guck mal, da ist ein Fischi gewesen, voll das Riesenvieh. Meine Augen waren am Brennen, Leute. Meine Augen, meine armen Augen. Weiß nicht, wo die Fischis sind. Wo seid ihr kleinen Fischis? Ich sehe die Punkte nicht. Ich bin blind. Wo seid ihr kleinen Tröpfis? Oh, hier, guck mal. Ups. Da, da ist er wieder. Da ist wieder einer. Warte, ich will dir mal ein bisschen ärgern gehen. Kann man eigentlich auch mit den Petris jemanden killen? Au! Fucking Hilfe! Ich komme nicht raus, doch. Ich komme nicht raus. Boah. Voll gegen die zwei Bäume. Zwischen die scheiß Bäume geknallt. Kämpft er gegen die Kokos oder gegen wem kämpft er? Das ist voll lustig. Aua! Merkt ihr, diese Lecks, die sind böse. Wenn die Lecks auftauchen, voll doof. Landen. Ich muss mal ganz kurz was aufbauen. Das war geil, so zwischen den Bäumen. Hm. Seht ihr den Streifen zwischen meinen Flügeln im Wasser? Oh, ich habe gerade was gefangen. Ich muss auch was fangen. Den Streifen, wie das Wasser hier zusammengekleistert ist, hier sieht man es, genau zwischen den Flügeln. Firefighter, das ist nicht The Isle, zweiter Teil, das ist The Isle Evrima. Das ist was anderes. Ist das gleiche Spiel, nur eine andere Version. Du kannst alle beide mit dem gleichen beide Versionen haben. Ach man, aufstehen. Beide Versionen haben mit dem gleichen Spiel. Ich muss mal ganz kurz nochmal Fischi fangen. Aber ich muss irgendwas sehen. Oh, guck mal, das ist so leck, das ist so unangenehm. Wo kriege ich Fischis her? Fischi, 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 Fischi. Hallo? Wieso sehe ich keine Wassertropfen? Wo sind die Fischis? Huch. Was soll das denn? Wo bin ich gegengeknallt? Ja, Queen, das ist total eher ekelhaft, dass wenn die Augen so brennen. Total, total unangenehm. Wieso kotzt du? Wieso hast du gekotzt? Ich esse eine Kotze. Deine Kotze. Oh. Die beste Kotze. Warum hat der gekotzt? War der Fisch nicht gut? Der Fisch war nicht frisch. Dieser Fisch war nicht frisch. Ach so, das war überfressen. Stimmt, wenn man überfressen wird, dann kotzt man. So war das. Ich hab's wieder vergessen. Weiß jemand? Weiß jemand, ob wir die Krokodile killen können mit unseren Petris? Im Fight gegen die?
gerne wissen. Hier leckt das immer. Merkt das? Hier leckt das jedes Mal. Doof. Was geil! Das sah cool aus, ne? Das war cool. Ich muss das nochmal ganz kurz versuchen. Der Petri geht ja super schnell. Wo waren wir gewesen? Ich gehe mal ins mittlere Gebiet. Irgendwie so da waren wir, ne? Das ist gut. Das gefällt mir voll gut. Das ist gut. Aber lustig. Was war mein Problem gewesen? Ich bin wieder auf den Boden geknallt, glaube ich, ne? Beim Flug. Oder? Ich meine schon. Au. Genau das meine ich. Auf den Boden geknallt. Das war lustig. Aber gut zu sehen. Das ist genau das, was ich haben wollte. So eine Szene mal. Also ich mache jetzt noch einmal einen Petri nochmal, damit wir mal ein bisschen mehr fliegen können. Und danach mache ich mal einen Zuko. So, keine Zeit für mehr. Los. Da hinten, glaube ich, ein Fluss, ne? Ich glaube, da hinten. Oh, ist das ein. Ist das ein Fluss? Ich glaube, Fluss. Aber wir müssen mal gucken, wie das mit dem. Oh, wir sind im Sumpf. Wie das mit dem Sukkos so auf sich hat. Oh, voll cool. Guck mal, wie super das aussieht. Aber es leckt total. Wann leckt das denn immer so? Ich habe gerade gedacht, es wäre ein riesengroßer hier. Landanflug. So. Hier sind wir sicher von den Krokodilen. Pause machen. Wir verstecken uns. Wir sind versteckt im Holz. Mich zu finden wird schwer. Meinst du? Ich bin auf einem ganz markanten Holzbalken im Sumpf. Das muss man doch finden. Das weiß doch jeder. Es gibt einige Sachen, die bei Legacy besser sind. Und ich verstehe nicht, warum der Entwickler diese Sachen nicht mit einbaut. Keine Ahnung. Gruppensystem finde ich ganz schrecklich, dass es kein Gruppensystem gibt. Kein wirkliches. Nachtsicht. Warum nicht? Guck mal, da kommt da einer. Wer bist du? Oh, die Lady, na? Siehst du, Lady hat mich doch gefunden. Da sag mal, es wird schwer, mich zu finden. Alle finden mich. Die Mama Lady. Hallo Mama Lady. Mama, Mama Lady. Mama. Mama Lady, schrei mal. Schrei mal, Mama Lady. Nicht hinsetzen. Schreien. Da kommt der nächste geflogen.
Darauf ist guten Abend. Nee, ich bin schon in der Gruppe. Niklas, dankeschön. Ich gehe mal ganz kurz, bleib ruhig da. Ich mach mal ganz kurz ein paar Runden. Gibt es auch hier? Hier diese kleinen Tröpfchen? Was ist eigentlich, wenn man hier in der Grütze landet? Dann muss man da raus paddeln, ne? Ich bin in keiner Gruppe? Oh, stimmt. Stimmt, ich bin in keiner Gruppe. Wieso war ich nicht bei King Daddy? Ich hab doch angenommen. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Zu doof. Gibt's hier Fischis? Was ist... Warum macht er das? Alles klar mit dem? Warum ist er gerade losgeflogen und warum ist er eigentlich auf... Der ist in der Luft irgendwo gegengeknallt. Okay. Ich setze mich ja schon hin. Triox, guten Abend. Ich muss mal gucken, ob es hier in dem Sümpfen auch Fischis gibt. Müssten ja eigentlich. Warum sollten hier keine Fische sein? Eine Gruppeneinladung nimmt man an, indem man den F2-Call macht. Den 2-Call. Den 2-Call, das wäre ja dann der Lieb-Call. Wie sucht man sich nochmal? Ich weiß nicht mehr. Und dann nimmt man automatisch die Gruppe an. Madara, guten Abend. So. Oh, gibt's keine Fischis? Dex will jetzt was jagen. Vor allem, ich möchte jetzt schon mit so einem kleinen Scheißer hier große Flüge machen. Dabei ist das viel zu gefährlich. Ich sehe hier keine Bloopies. Und Fischi sehe ich auch keine. King Lady, hast du hier schon was gefunden zum Essen? Oder sollen wir einfach mal zubeißen? Ich glaube, hier gibt's nichts, ne? Ich geh mal zum Dodo erst. Eine Landung machen. Luisa, guten Abend. Landanflug. Ich bin der... Wie war es der Albatros? Der bei Bernhard und Bianca. Doch, da waren welche. Oh, da waren wirklich welche. Hier waren Tröpfchen, Bläschen, Blubberdings. Mit Update 6. Ah, gut. Delta, das ist nämlich wichtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, Legacy, man muss nicht mit Evrima alles anders machen, weil Legacy jemand anders programmiert hat. Dann muss man, ich finde das ist immer doof, dass man sich dann auf stur stellt. Deswegen ist es wichtig, dass es das auch gibt, weil das ist das Wichtigste eigentlich im Spiel. Das Teamspiel, also das heißt die Teameinladung von Weitem schon und die Nachtsicht. Ihr habt ja gesehen im Stream, ihr seid im Stream komplett blind. Und ich bin in so einem schwarzen... Oh, hier unten waren sie.
Oh, nein, ich wollte mich nicht beißen. Oh, nein! Nein! Oh, oh. Kann ich hier eigentlich auch wieder raus? Das wird schwer. Wie sieht man eigentlich als Krokodil unter Wasser? Was? Haben die so eine bestimmte Sicht? Bei der grauen Grütze? Ja, ich muss tatsächlich sagen, für Evrima habe ich mich noch gar nicht so interessiert. Also für die Roadmap. Müsste ich mal machen. Ja, Reaver, das, was die vorhaben, ist immer geil. Was sie vorhaben, dauert immer ziemlich lange. Das Problem ist ja, habe ich ja schon mal gesagt, King Lady braucht dringend Essen. Das Problem ist ja, die anderen Spieler, die schlafen ja nicht. Die sind alle schon viel weiter als Isle. Leider. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Pass of Titan auch auf dem Rechner. Habe ich auch schon mal gespielt. Ich komme mit Pass of Titan noch nicht so klar. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie das alles funktioniert. Aber sieht verdammt gut aus. Spielt sich auch sehr, sehr gut. Gibt es hier zwei Krokus? Gibt es hier überhaupt Krokus? Bei uns im Sumpf gibt es Krokus? Lüge! King Daddy braucht was zu essen. Ich drücke mal auf die falsche Taste. Ich drücke mal auf die Hochflugtaste beim Angeln. Wo sind die Blubberbläschen hin? Kann das sein, dass es leichter ist im Fluss Fischis zu finden? Manchmal kommen die Blubberbläschen und dann sind sie für gefühlt 5 Minuten weg. Da. Okay. Ja, okay. Lady, bist du noch da? Du bist gerade gestorben, ne? Ich habe einen Fischi. Ich habe einen Fischi, Fischi, Fischi. King Lady, du bist gerade gestorben, oder? Mach mal ein schönes Foto von meinem Petri. Aber der Chat ist doof. Ich muss versuchen, den Chat immer wegzumachen. Voll hübsche Fisch, ne? Ich glaube, King Lady ist gerade gestorben, ne? Dodo, brauchst du was zu essen? Oder ist das bei dir okay? Ist nicht gerade was angeflogen gekommen? Ach da. Doch, jetzt seid ihr durch den Boden geflogen. Ist das ein Piranha? Ach, das ist ein Piranha. Das könnte ein Piranha sein, ja? Vom Aussehen her. Wie lasse ich das eigentlich fallen, das Essen? Wie lasse ich den Fisch fallen?
Wenn ich E drücke, frisst dann auf. Mit F10. F10 ist keine gute Taste für mich. Mit G. Achso, okay. F10 wäre scheiße. F10 wäre für mich die Aufnahme ausschalten. Mit G, okay. Bitteschön. Esst, meine Kinder. Montana Red, danke schön. So, ich gehe mal den nächsten Fisch holen. Das wird schon gehen. Ich muss nur ganz kurz ein bisschen mit der... Ich glaube, hier war es, ne? Mit der Steuerung ein bisschen zurechtkommen. Wir werden noch mehr Fischis fangen. Wir müssen aber nur ein paar Blubberblätter. Das macht voll Spaß, Leute, mit dem Petri zu fliegen. Wow. Irgendwann werde ich die Technik, die Mechanik besser raus haben. Ich sehe irgendwie hier nie Blubberbläschen, ne?